Herzlich willkommen zu einem neuen, ja, eigentlich Let's Play, allerdings aktuell eher ein angespielt, weil ich vorerst noch ein anderes Let's Play zu Ende aufnehmen möchte, was etwas länger dauert. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das neue Spiel Duro vorstellen. Und zwar wird das Spiel in 3 Tagen, also am 5. Mai, veröffentlicht. Und hier wollte ich euch schon mal zeigen, worum es da drin geht und ja, schon mal die ersten Szenen zeigen, damit ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt von dem Spiel selber. Es ist ein kleines Jump-and-Run-Spiel. Das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr süß und ich freue mich wirklich sehr drauf, das Ganze zu Let's Playen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. Also man kann das, man kann das Spiel doch mit Controller spielen. Sie hat nur überlegt, okay. So, sehr schön. Springen können wir, was können wir denn noch machen? Winken können wir auch, okay. Ansonsten ist hier leider nichts drin. Was ich ein bisschen blöd finde, ich habe natürlich wegen lizenzrechtlichen Gründen die Musik komplett ausgeschaltet. Leider funktioniert das aber nicht. Ah, okay, ich muss den rechten Knopf drücken. Sehr schön. Ich weiß noch nicht genau, was das jetzt bedeutet. Okay. Inwiefern uns das hilft, weiß ich noch nicht. So, ein Ausrufezeichen. Möhren und, ja, was sind wir denn überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was das für ein Tier ist. Wow, eine sehr lange Kette. Die sind befreundet, okay. Springen wir mal hier rüber. Achso, na? Ich muss im Zickzack springen. Ah, okay, sehr schön. Also ein kleines Tutorial ist das Ganze hier. Oh nein! Ein riesiger Schmetterling. Natürlich kommen wir als Einzige nicht hier durch. War ja klar. Oh. So, schnell den Hebel umgelegt. Wie muss ich... Achso. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Oh ja, geht aber... Ich wollte gerade noch sagen, geht aber doch recht gut. Nach unten drücken und den unteren Knopf für was jetzt genau? Ah! Okay. Um hier durchzukommen. Ja. Er überprüft, ob die ganzen Leute auch wirklich sich um ihr Essen kümmern. Also das Essen geholt haben. Der hat wohl nur sehr wenig geholt. Deswegen ist er sauer. Und scheinbar hat jemand anders ganz viel geholt. Interpretiere ich jetzt mal einfach so. Wir, wenn wir das sind, haben ganz viele Rüben geholt. Und manche freuen sich wohl darüber. Ich übersetze jetzt einfach mal die Bilder, so wie ich mir das vorstelle. Was ist... Achso, das ist ein... Oh, pff, Hilfe. Das war auf jeden Fall ein Knopf. Okay. So, das heißt, wir müssen den wahrscheinlich hier drauflegen, genau, damit das offen bleibt. Hallo? Ja, das hätte ich auch festgestellt. Warum friert ihr mich dann ein, während ich springe? Moment, da komme ich da überhaupt nochmal hoch dann? Oh Gott, rechte Taste. Achso, Moment, LT. Ah, okay. Muss ich dagegen werfen? Okay, so anscheinend nicht. Ja, ich denke mal, ich muss von oben dagegen werfen. Moment, wir versuchen es mal. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Keine Ahnung, ob ich so schnell jetzt überhaupt wieder hochkomme. Moment, da kann ich... So, genau. Es ist doch schon sehr süß gemacht, muss ich sagen.
Wer der ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist auf jeden Fall der, der hinter mir steht. Der hat wohl die dickste Karotte geholt oder sowas. Er ist auch viel größer als wir. Also ich nehme mal an, links, das sind wir. Okay. Ja. Da oben ist wieder so ein... Ah, der fliegt weg. Das ist gut. Die Frage ist nur, komme ich da überhaupt hin? Ach du Schande. Eieiei. Moment, wenn wir jetzt da versuchen... Sehr, sehr geil. Okay. Ich hoffe, es geht jetzt nicht auf Zeit. Aber der kommt, glaube ich, nicht wieder runter. Ist das euer Ernst? Nein, ich komme hier nicht hoch! Das war alles nur ein Traum. Wir haben das, dieses ganze... wir haben sogar ein Spiegelbild. Leute, in Action-Adventures kriegen die meistens nicht hin, ein Spiegelbild einzubauen. Aber hier haben wir ein Spiegelbild. Wie geil. Okay, wir verabschieden uns gerade. Da wir jetzt den Koffer hier auf dem Rücken haben, nehme ich mal an, wir sollen sammeln gehen. Also er erzählt gerade von seinem Albtraum. Okay. Ich frage mich, warum das Spiel eigentlich eine deutsche Unterstützung hat, wenn die hier alle gar nicht reden, sondern nur in Bildern reden. Ah. Okay, ich muss B drücken. Ach so, da kann ich... Ah, da kann ich dann woanders hin. Hallo. Ja, ich habe dir gerade gewunken, aber irgendwie will der nicht. Ich weiß auch nicht. Können wir da rein? Nee. Jetzt kommen wir wieder an den Anfang. Nee. Dann ist es anscheinend eine Ladesequenz. Ja, aber viel machen können wir hier anscheinend nicht. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ich würde gerne wieder rausgehen. Hallo? Was ist das denn hier? Hä? Ah, ich kann Sachen malen, oder was? Okay. Ich komme jetzt hier nur gerade nicht mehr raus. Aber ich kam halt eben vorher auch schon nicht mehr raus. Die Frage ist, muss ich hier überhaupt irgendwas machen? Oder... Oh, was war das? Hallo? Ja, wir haben gerade das Level neu gestartet. Dummerweise bin ich direkt wieder ins Loch gefallen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was probieren und hoffe, dass ich hier nochmal reinkomme. Ja. So, mir blieb leider nichts anderes übrig, als komplett rauszugehen und nochmal komplett neu zu starten. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt eigentlich machen soll oder wo ich jetzt reingehen soll. Ich habe auch ein bisschen Angst, irgendwo reinzugehen, damit ich nicht schon wieder irgendwo hängen bleibe oder ähnliches. Okay. Also ich habe hier irgendwie Farbtöpfe. Jetzt ist der Farbtopf wieder weg.
Eben habe ich einen bekommen dadurch, dass ich was gemalt habe. Na gut, dann nicht. Nein? Hallo? Okay, es war jetzt gerade wieder am Backen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit Controller spiele. Was soll ich damit machen? Ich kann nichts damit machen. Ich kann nur wieder rausgehen. Okay. Da kann man auch nichts mitmachen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was man jetzt überhaupt hier machen soll. Das ist das Problem. Wir laufen jetzt hier mal so ein bisschen in der Gegend rum. Das war aber jetzt nicht unser Schlafzimmer hier, ne? Weil das war ja ganz weit links, aber anscheinend sehen die alle relativ gleich aus. Hi! Okay, komme ich da irgendwie hoch? Ja. Okay, mit denen kann man nicht reden. Irgendwas war doch... Achso, das war das hier. Ich gehe mal einfach ganz nach oben. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Scheint nicht zu Hause zu sein. Da ist er. Also der Rechte möchte mich offenbar beschützen. Mhm. Auch vor schlechten Träumen. Ja, wir haben uns verabschiedet und ich schau mal eben. Also, man kann offenbar selber nicht speichern. Das ist natürlich schade, vor allen Dingen, wenn da so Bugs drin sind. Also, dass man nochmal neu starten muss. Ich hoffe, kann man hier rein? Ist das der Ausgang von... Das sieht eher aus wie ein Museum oder sowas. Ich würde aber gerne den Ausgang von diesem Dorf finden, weil wir sollen ja ganz offenbar rausgehen. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Es sind anscheinend verschiedene Tanzfiguren oder sowas, die sie da an die Wand gemalt haben. Aber hier kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt schauen wir mal, ob es hier weitergeht. Hi. Ne, da sind wir wieder bei den Typen. Hier geht's gar nicht weiter. Wo kommen wir dann raus? Unten kamen wir ja, soweit ich weiß, nicht raus. Wahrscheinlich müssen wir komplett nach oben, denke ich mal. Ah ne, da waren wir ja gerade. Und hier haben wir, glaube ich, gegessen. Ja, eine gute Frage. Da war ein Wegweiser. Ich weiß nicht, ob man mit dem... Aber da waren wir doch, glaube ich, oder? Ist das ein Aufzug da drunter? Hallo? Bleibst du einfach mal da, wo ich draufklicke, bitte?
Ordnung? Er erzählt ihm, dass er raus muss. Nein, das hat doch eben schon nicht geklappt. Ah, jetzt kann ich es bewegen. Ach so. Ah, das ist dann mein Level, was man auswählen muss. Okay. Gut. Linke Taste ist, um was zu... Genau, war das jetzt... Mit rechts war das, ne? Das können wir da hinlegen. Ja, das haben wir ja eigentlich schon alles gemacht. Huch, was war das? Ich vermute mal einen Speicherpunkt oder sowas. LB, RB. Ja, ja, das sind die Dinge. Achso, ich soll jetzt da drauf machen. Und soll... Den kann ich nicht hochheben. Okay. Moment. Nee. Sollte es eigentlich neben mich kommen, damit ich dich hochheben kann. So, okay. Und der sollte eigentlich, kann man den noch schieben oder so? Ah, kann ich wieder zurücknehmen? So, perfekt. So, jetzt hoffe ich nur, dass später auch noch daneben steht, was ich machen soll. Soll ich hochwerfen? Achso, da drauf werfen, okay. Okay, okay, okay. Dann mache ich das mit links. Heb das mit rechts auf und... Versucht das irgendwie daran zu werfen. Nein, du sollst da bleiben, wo ich dich hinwerfe. Okay, das war ein bisschen... So. Vielleicht kriegen wir das von da besser hin. Es wäre nur gut, wenn er genau da stehen bleiben würde, wo ich ihn hinwerfe. Okay, so einfach ist das nicht. Wir brauchen des Öfteren ein paar Versuche. Ich merke das schon. Nein, nein. Ja. Ja, geht doch. Ach so, das füllt scheinbar irgendwie unsere Töpfe wieder auf. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt unten rum, aber ich gucke trotzdem mal, ob wir vielleicht hier direkt hoch können. Ja, anscheinend müssen wir unten rum, um weiterzukommen. Aber das ist gut, dass wir oben rumgegangen sind vorher. Moment, das ist jetzt die Frage. Da oben müssen wir rum und unten, denke ich mal, wird wahrscheinlich was sein für den... für den Hebel. Ach so, da oben ist er. Okay. Mal das. Ja, ja. Och komm, der war so gut dran. Veräppel mich nicht. Der war richtig gut dran. So, sehr schön. Also auf jeden Fall können wir damit unsere Farbdinger wieder auffüllen. Die stehen zumindest jetzt am Anfang auch noch gut da. Was ist das? Knopf nach unten und unten drücken. Ach so, damit ich nach unten komme. Und was ist, wenn ich oben rumgehe?
Da brauche ich was für. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt unten? Und komme ich dann auch wieder nach oben, wenn ich da... Da finde ich so eine Nuss. Hm. Stick nach unten. Und ah, hier ist das, okay. Sonst ist hier nichts anderes mehr, ne? Doch nur eine zweite Nuss. Okay, Frage. Da können wir hoch. Sehr schön. Oh oh. Also, Vorsicht vor den Dornen, glaube ich, heißt das. Und nach unten schauen. Oh, wegen den Dornen wahrscheinlich auch. Das ist nicht so einfach, wie man denkt, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Okay. Ui. So, das ist schön. Ach so, damit ich da oben hochkomme. Verstehe. Ich nehme den erstmal. So, dann nehme ich... Ach so, dann gehen die auch weg. Schade. Ich dachte, dass... oh, nee, die zählen nicht als Dornen, okay. Oh, Hilfe. So, Frage ist, müssen wir jetzt überhaupt da runter? Können theoretisch hier runter, aber wir müssen da oben. Ja, ich sehe es gerade. So geht der da nicht hoch. Den müssen wir auf jeden Fall von links treffen. Die Frage ist, was ist hier oben noch? Ach, da ist noch so ein Teil. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier so einen Stein hin. Die Frage ist nur, zwei Steine können wir wohl nicht machen gleichzeitig. Also. Wie kann man die jetzt tauschen? Das ist jetzt die Frage. Das geht nur, wenn ich das irgendwie resette, ne? Ach so, so geht das weg. Okay. Sehr schön. So, die nehmen wir jetzt mit, weil die brauchen wir ja noch. Achso, den Stein hätte man natürlich direkt mitnehmen können. So, whoopala. Das ist noch das Falsche. So. Oh Gott. Diese Werfaktionen, die sind nichts für mich. Ich merke das schon. Moment, da. Ja, noch ein bisschen. Lief aber super. Okay. Sehr schön. Nehmt mich einmal mit, bitte. Juhu. Das ist nicht viel. Das ist irgendwie alt und verrottet, sagt er. Tut mir leid, ich habe nicht mehr gefunden. Und er ist sauer. Er will faul rumlegen, während der andere was macht, oder was? Hi. Naja, gut, so viele gesammelt wie er. Ja, obwohl doch, er hat viele gesammelt, das stimmt schon. Was?
Warum? Wie, das ist zu klein. Wir haben so viele gesammelt. Der andere hat mehr gesammelt. Ja, ja. Viel mehr als wir. Ja, ja. Da würde ich auch sauer sein. Also er fühlt sich kleiner als er ist, sag ich mal. Fühlt sich irgendwie minder bemittelt, weil er angeblich immer zu wenige und zu kleine Sachen sammelt. Soll er das jetzt selber sein oder soll es der andere sein? Ich denke mal, das soll der andere sein. Dass er ihm wohl auch immer erzählt, dass er nicht gut genug ist. Ja, und der hat ganz viel geholt, aber fühlte sich, als ob er wenig geholt hat. So verstehe ich das. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch der perfekte Moment, wo ich einen kleinen Cut mache. Und ja, also wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein komplettes Let's Play zum Spiel werden. Da ich allerdings ein anderes Let's Play vorher noch zu Ende spielen möchte, werde ich jetzt hier erstmal nur so 2-3 Folgen anspielen und werde mich dann danach darum kümmern, dass wir hier mal weiter reinschauen werden, weil es ist doch sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Ich hoffe, es wird nicht zu krass, weil, ja, mit der Steuerung, das ist ein bisschen holprig, finde ich, mit der Controller-Steuerung. Und manchmal nimmt er das dann nicht so hundertprozentig an. Ich meine, gut, das Spiel ist jetzt gerade erst draußen. Das muss man auch dazu sagen. Soll jetzt auch keine Kritik sein oder so, sondern einfach nur mal angemerkt sein, dass das halt so ein bisschen, ja, aktuell noch verbessert werden könnte. Im Menü vor allen Dingen ist mir aufgefallen, im Menü, ich kann es öffnen mit dem Controller und ich kann es schließen. Aber so richtig mich drin bewegen, da holpert es dann manchmal schon ein bisschen. Und, ja, ich denke mal, das wird alles definitiv noch verbessert. Aber das Spiel an sich fängt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool an. Und ich habe wirklich Spaß dran, beziehungsweise ich freue mich wirklich sehr darauf, die nächste Folge dann mit euch zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.